Die Fußballweltmeisterschaft 1982 fand in Spanien statt. In Deutschlands Vierergruppe waren Österreich, Algerien und Chile. Die ersten zwei qualifizieren sich für die K.O.-Runde. So weit, so gut. Doch ein Spiel zwischen den vier Nationen sorgte für so einen Skandal, dass bis heute noch drüber gesprochen wird. Mehr dazu nach dem Intro. Chile verlor alle drei Partien. Deutschland holte in zwei Partien einen Sieg und eine Niederlage. Die Niederlage war ein 1:2 gegen Algerien. Deutschland hatte somit zwei Punkte, weil es damals noch die Zwei-Punkte-Regel gab. Algerien hatte nach drei Partien vier Punkte und Österreich auf dem ersten Platz mit ebenfalls vier Punkten, allerdings aus nur zwei gespielten Partien. Und hier kommt das Problem. Die Veranstalter haben die Endspiele der Gruppe nicht gleichzeitig angepfiffen. Das Spiel lautet nämlich Deutschland gegen Österreich. Gewinnt Österreich, ist Deutschland raus und Algerien ist als Zweiter weiter. Wenn Deutschland aber nur mit einem 1:0 oder 2:0 gewinnt, sind sie zusammen mit Österreich weiter, aufgrund der besseren Tordifferenz. Das Spiel wird um 17.15 Uhr im El Molinón angepfiffen. Die ersten Minuten spielt Deutschland mit viel Druck. In der 11. Minute erzielt Horst Hrubesch das 1:0 für Deutschland. Stand jetzt sind Deutschland und Österreich weiter. Nach ca. 20 Minuten hörten die Mannschaften auf, ein Risiko einzugehen. Sie schoben sich die Bälle nur noch hin und her. Da es zu dieser Zeit noch keine Rückpassregel gab, nutzten die Spieler diese Lücke auch aus. Fast keine Zweikämpfe mehr und keine vernünftigen Torschüsse. Sie hatten sich quasi darauf geeinigt, diese Win-Win-Situation für beide Nationen nicht mehr zu gefährden. Das Spiel endet 1:0 und während Algerien ausscheidet, ziehen Deutschland und Österreich weiter. Der damalige ARD-Kommentator Eberhard Staniek bezeichnete das Spiel als Schande. Die 41.000 spanischen Zuschauer waren enttäuscht und winkten mit weißen Tüchern wie beim Stierkampf, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Eine spanische Zeitung titelte El Anschluss, in Anlehnung auf die Zusammenarbeit zwischen den Deutschen und den österreichischen Nationalsozialisten, bei welcher Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen wurde. Die Algerier fühlten sich betrogen und wedelten mit Geldscheinen. Der damalige Österreicher Torwart Friedrich Consilia äußerte sich vor einigen Jahren zu der Partie mit dem Zitat: "Ich habe alles gehalten, was auf das Tor gekommen ist. Waren zwar nur zwei Bälle, aber die habe ich gehalten. Der eine war ein Rückpass, der andere war ein Einwurf vom eigenen Mann. Was soll ich machen? Soll ich nach vorne laufen und mir einen Ball werfen oder was?" Der deutsche Abwehrspieler vom damaligen Team, Karl-Heinz Förster, sagte, dass man das Spiel ab der zweiten Halbzeit nicht mehr ansehen konnte und nannte das Ganze einen Nicht-Angriffspakt. Paul Breitner sieht das Verhalten der beiden Nationen nicht als verwerflich an, da jede Mannschaft irgendwann anfänge, ein Ergebnis zu verwalten. Walter Schacher sagte, die Spieler der beiden Teams haben sich darauf geeinigt, das Spiel so über die Zeit zu bringen. Er selber wusste wohl aber nichts davon und versuchte deswegen noch als einziger Tore zu erzielen. Der sogenannte Nicht-Angriffspakt von Guyon sorgte dafür, dass die letzten Spiele einer Gruppe von nun an immer gleichzeitig angepfiffen werden und seit 1992 gibt es auch im Fußball die Rückpassregel. Was denkt ihr zu der Partie? Ist der Fehler bei den zwei Teams zu suchen, weil sie ein unsportliches Verhalten auf dem Platz gezeigt haben? Ist der Veranstalter schuld für die unfairen Anpfiffzeiten? Oder haben beide Schuld daran? Wie wir hier über die Rückpassregel und gemeinsame Anpfiffzeiten sprechen, diskutieren wir in diesem Video, hier links, über die Regel der Relegation und ob sie die Bundesliga zerstört oder nicht. Schaut es euch gerne an. Ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Sonntag und ciao.